Zusammenhang mit irgendwelchen Drehs. Als wir beispielsweise in einem alten Berliner Puff zurückverkennen, einen tätowierten Zuhälter mit langen Haaren und einem Messer. Wenn du Lust hast, habe ich einen Job für dich. Echt? Was für einen? Du jeden Samstag zu mir in den Laden kommen und live vom Publikum sitzen. Ich sagte sofort zu und freute mich, dass ich mir zu meiner Dreherei ein Zubrot verdienen konnte. Das Honorar war in Ordnung und die Girls jeden Samstag mega lecker. Richtig wohl fühlte ich mich trotzdem nicht. Der Puff war immer voll mit Rockern und Gangstern, so wie hier. Sie dealen mit allen möglichen Dingen und die Stimmung war angespannt. Ständig gab es Schlägereien und Messerstiche rein.